bin ziemlich sicher, wenn ich frage, was ist jetzt Amphib? Oder woher kommt der Name Amphib? Und der Frosch ist dann der, der ins Wasser kann. Der Froschschluch und der Schwanzschluch. Hey, Schluch! Hey! Auf Deutsch, ja? Mais je vois pas. Hein? So, unsere Bionacht mit der Tierpflege ist zu Ende. Wir räumen noch auf. Alles die gesammelten Daten, die wir haben, die schauen wir uns sicher noch an. Wir haben einiges Neues dürfen entdecken und lernen. Ich denke, für die Tierpflege war das eine super Sache, mal unsere einheimischen Amphibien suchen und entdecken, wo leben die, wo findet man welche Tiere. Das war sicher spannend und hat sicher auch neue Erkenntnisse gebracht. Und man lernt natürlich immer wieder etwas dazu. Und am Ende hat es sicher auch einen riesen Spass gemacht und Begeisterung ist irrsinnig da. Und auch das Wissen werden Sie können unseren Besuchen später können weitervermitteln können. Und mit der gleichen Freude, die Sie jetzt auch haben, wie wir sehen, die haben hier ordentlich sich ins Zeug gelegt, sind da hinter Büsche und Gestrüpper und aber fast in den See gekumpelt, um den Fröschen nachzuschwimmen. Mal, hat Spass gemacht.